Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich stehe hier gerade vor unserer Hummingbird-Wand, Helix, Solix und ähnliches. Und kleine Hintergrundinformation, es gibt ja keine Active Target 1 mehr, es gibt keine LVS 32 LiveScopes mehr, also die günstigen LiveScope-Versionen sind jetzt einfach weg. Die gibt es nicht mehr. Also wir beginnen schon in einem anderen Preislevel. Und dann fragen uns natürlich Kunden immer wieder, wie kann ich ein günstiges, gutes Live-System bekommen? Und ich zeige euch einfach mal stellvertretend, was wir dann empfehlen würden, mit einer guten Qualität, mit einer etwas anderen Bedienung, als es teilweise üblich ist bei anderen Marken. Das sind die Helix-Geräte von Hummingbird. Hummingbird hat ja Generation 1, 2, 3, 4. 4 ist jetzt die neueste Generation. Und für Live-Systeme, diese Mega-Live-Systeme, benötigt man ein N, also eine netzwerkfähige Version von seinem Gerät. Wir empfehlen als meistverkauftes Gerät, ihr seht das hier, dass das Helix 9 G4N mit Sidescan, Downscan und 2D-Technik. Wir können nämlich bei diesem Gerät das Live-System einfach direkt an der Rückseite reinstecken und dann hat man über einen Netzwerkport die Möglichkeit, Live-Bilder zu bekommen. Und damit ich euch das mal zeige, wie das wirklich aussieht in der Realität, Realität ist der falsche Begriff, aber in der Simulation, gehen wir mal, damit man es besser sehen kann, hier bei euch auf der Kamera, gehen wir vom 9er, von dem hier, gehen wir mal rüber zum 15er, weil da kann man das, glaube ich, auf der Kamera besser erkennen. Das bedeutet nicht, ihr sollt einen 15er kaufen. Die meisten nehmen halt wirklich einen 9er und einen 10er und kommen gut mit klar. Ihr seht hier, das ist der typische Monitor eines Helix. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen älter sind, also so meine Garde, die kennen die Bedienung schon von Geräten, die 20 Jahre alt sind. Die Bedienung grundsätzlich hat sich nicht geändert. Das ist gut. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier in diesem Bild zu flippen. Ihr seht, hier oben rechts ist die View-Taste. Mit der View-Taste kann man die unterschiedlichen Bilder durchklicken. Das ist das 360 Grad, das ist extra Barschangelei, tolle Sache, Müritz und ähnliches. Da hat man im Stillstand Live-Bilder im Prinzip. So, jetzt können wir weiterschalten und jetzt seht ihr das hier. Was fällt bei diesem Bild auf? Bei diesem Bild fällt auf, es fehlt ein bisschen die Schärfe der großen modernen Geräte Active Target 2 und LiveScope LVS 34. Was wir aber hier haben, das ist ein ganz großer Vorteil, das ist, wir haben einen etwas breiteren Kegel und wir haben keine Box, die wir anschließen müssen. Also das, was die anderen Geräte an Problemen haben, durch eine separate Box, die verkabelt werden muss, da haben wir wirklich nur Stromanschluss, Netzwerkkabel reinstecken und läuft. Jetzt seht ihr hier das Live-System mit einem etwas breiteren Kegel. Und jetzt gab es in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass das geruckelt hat oder nicht richtig lief. Es gibt jetzt seit Ende Februar, Anfang März, gibt es ein neues Software-Update, was es uns erlaubt, dass das alles schneller läuft. Also die Probleme, Latenzzeiten und sowas. Das ist echt gut geworden. Wir haben früher sowas nicht gerne verkaufen wollen, weil es einfach manchmal nicht sauber lief. Jetzt ist das gar kein Problem mehr. Und damit ihr nochmal ein Bild davon bekommt, wie das mit dem Hummingbird-System hier funktioniert, schaut nochmal hier aufs Display drauf. Wir haben hier das Live-System und jetzt klicke ich weiter über die View-Taste hier oben drauf. Wir sehen hier das 2D, wir sehen das Downscan. Wir haben 2D Sidescan, also wir können verschiedene Kombinationen machen. 360 Grad, das ist diese Stange, wo unten so ein rotierender Kopf ist, sowas wie Sidescan, nur drehbar. Jetzt gucken wir mal weiter. Downscan 360 Grad. Ihr seht, dass ganz, ganz viele Möglichkeiten dabei bestehen, diese Techniken zu kombinieren. Also unser Tipp, ihr nehmt einen Helix 9 SI G4N mit dem Mega Live. Da können wir euch wirklich gute Preise machen, gute Angebote machen, müsst ihr nur kurz anrufen, das findet ihr nicht auf der Webseite. Und dann kombiniert ihr das bitte noch mit einer sogenannten Zero-Line-Karte. Warum Zero-Line-Karte? Ich klicke jetzt mal hier ein bisschen weiter, bis wir in der normalen Karte sind. Ich zeige euch das mal kurz. So, das ist die normale GPS-Karte. Das kennt ihr ja. Jetzt gibt es bei Hummingbird die Möglichkeit, die
Autochart-Technik zu aktivieren. Autochart bedeutet, wir können eine eigene Tiefenkarte erstellen. Und das ist diese eigene Tiefenkarte. Jetzt haben wir im Gerät einen kleinen Speicher, da heißt es, 8 Stunden sind es maximal, ist aber nicht die Realität. Also im Prinzip braucht ihr immer eine Zero-Line-Karte dabei. Und dann gibt es bei diesen netzwerkfähigen Geräten eine Besonderheit. Ihr könnt nicht nur die Tiefenkarte erstellen, sondern ihr bekommt die Bodenhärte mit eingezeichnet in der Karte. Und das macht das außergewöhnlich. Kein Garmin, kein Lorenz ist in der Lage, die Bodenhärte in dieser Karte mit aufzuzeichnen. Also, was braucht ihr? Schönes Helix 9, Helix 10, 7 finde ich ein bisschen zu klein. 10, 9er, das ist so das meistverkaufte, eigentlich die 9er, wenn man ehrlich ist. So, das verbindet ihr dann mit dem Megalife von Hummingbird, also direkte Netzwerkverbindung. Macht da Strom drauf und dann nimmt er die Zero-Line-Karte, um gleichzeitig noch zu kartografieren. Das Ganze auf dem neuesten Softwarestand und ihr habt definitiv eine ganz tolle Kombination mit einer ordentlichen Technik, mit der normalen Bedienung, die man halt einfach schon seit vielen Jahren kennt. Also Menütasten, Untermenüs und allem drum und dran. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an. Fragt nach mir, Philipp, Ralf und den ganzen anderen, die hier rumlaufen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.